Seit der vergangenen Woche gibt es in der Johannesstraße wieder Absperrungen und Baugruben. Die Stadtwerke Jena Netze bereiten aktuell die Verlegung von Stromkabeln vor. Bisher verlaufen diese Leitungen über den Eichplatz. Aufgrund der geplanten Bebauung kann das aber nicht so bleiben. Durch die Arbeiten kommt es für Fußgänger und Fahrradfahrer, aber auch für den Lieferverkehr zu Einschränkungen. Komplett gesperrt werden muss die beliebte Einkaufs- und Gastronomiestraße aber nicht. Wir haben unsere Bautrasse eben hier gewählt und müssen anhand der Bautrasse eben die Fußgängerführung etwas verengen und gleichzeitig eben auch den Lieferverkehr gewährleisten. Wir haben mit den Gewerbebetreibenden und den Geschäften hier gesprochen, dass es eben zu Behinderungen kommt. Die Zugänge werden über Fußgängerbrücken immer gewährleistet sein. Und es wird aber Einschränkungen in der Außenbewirtschaftung der Cafés und Restaurants hier geben. Zusätzlich zu den Strom- und IT-Leitungen müssen auch alle anderen Versorgungsleitungen umverlegt werden. Dazu gehören Gas-, Fernwärme- und Trinkwasserleitungen. Die Bauarbeiten werden abschnittsweise durchgeführt und sollen Mitte November abgeschlossen sein. Lediglich während des Frühlingsmarktes vom 12. bis zum 21. Mai gibt es eine komplette Bauruhe. Die Stadtwerke haben sich bemüht, bei der Planung die Belange der anliegenden Geschäfte und der Außengastronomie zu berücksichtigen. In der Planung wurde die Maßnahme so geplant, dass eben mehrere Abschnitte gebaut werden. Wir nicht einmal von vorne bis hinten alles absperren und alles mit einmal bearbeiten, sondern jedes Medium für sich. Rutschen deswegen in dem gesamten Baufeld über das Jahr hinweg immer hin und her, gewährleisten die Zuwegung zu den einzelnen Geschäften und haben auch terminlich die einzelnen Abschnitte mit den Gewerbetreibenden abgestimmt. Der erste Bauabschnitt soll am 9. Mai abgeschlossen sein. Insgesamt investieren die Stadtwerke Jena Netze und der Zweckverband Jena Wasser knapp 300.000 Euro in die Erneuerung der Leitungen.